Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen God of War. Ja, wir sind hier aktuell im Tempel. Unsere Reise hat gerade erst begonnen mit unserem kleinen Sohn hier, Atreus. So hieß der, glaube ich. Ich vergesse seinen Namen immer, wer kann sich sowas aber auch merken. Ja, Atreus. Hatten eben schon Besuch von einem Fremden. Er hat irgendwas von Odin gefaselt. Und Midgard... Also. Hier geht's nicht weiter. Außer über diese Brücke. Also weiß ich nicht, ob er jetzt hier unbedingt Odin von Thor meint. Wäre natürlich mega krass, wenn das so wäre. Muss ich vielleicht auch da hoch? Kette. Habe ich den nicht getroffen? Nee. Das mit dem Abwerfen geht nicht. Ich kann hier aber nicht klettern. Ach du Scheiße. Hauen wollte ich aber auch nicht. Ach da. Das müsste es eigentlich sein. Oder? Oder auch nicht? Können ja auf jeden Fall einiges zerstören. Ah ja, hier steht natürlich. Konnten wir das übersehen? Kannst du sie runterlassen? Klar kann ich. Geh. Drücken Sie Viereck, damit Atreus die Kette fallen lässt. Junge. Jawohl. Er sagt nur Junge, der Kleine weiß sofort, was er machen muss. Ich schmeiß mal die Axt da vorsichtshalber wieder rein. Jawohl, dann bleibt die Brücke unten. Klettern hoch. Ich habe meine Axt vergessen. Vater, werden wir auf dem Weg anderen begegnen? Ja. Netten Leuten? Nein. Wollen sie uns ausrauben? Gut möglich. Ja. Oh. Gut möglich. Oh, ist auf was runtergesprungen. Ich hol mal meine Axt zurück. Da. Da. Wieder Neues bekommen. Er ist nicht mitgekommen, also gehe ich mal davon aus, dass wir zurück müssen. Wenn er schon da oben bleibt. Was hat er denn? Mit seinem... Hä? Wo ist er? Da ist er. Was machst du? Warum guckst du da runter? Ah, hier, guck, hier geht's weiter, mein Freund. Guck, so ein Klacks. Sieh nur. Die ganze Zeit war unser Wald von einem Schutzsymbol umgeben. Aber... Das Symbol ist da unterbrochen. Hast du die abgeholzt?
Sie hatte die Bäume für ihren Scheiterhaufen markiert. Aber warum denn? Komm. Wir schauen nach vorne. Tja, keine Ahnung, was dahinter stecken soll. Weiß nur, dass das eine mega Aussicht hier ist. Und normale Grafik. Wo ist der Kleine? Komm her. Also, schnell drehen. Also, wie lange werden wir bis zum Berg brauchen? Ich weiß es nicht. Vor Wintereinbruch? Ich weiß es nicht. Schon gut. Sie sehen uns nicht. Soll ich schießen? Warte auf mein Zeichen. Der kann auf jeden Fall einstecken. Wow, der schleudert ja Feuer. Wie macht er das? Junge, Konzentration! Wo, was ist da? Oh, das war's mit dir. Gefahrenanzeiger um Kratos herum zeigen Gegner außer Sichtweite an. Goldene Zeiger kennzeichnen nahe Gegner. Leuchtend rote Zeiger kennzeichnen bevorstehende Angriffe. Leuchtende lila Zeiger kennzeichnen Projektilangriffe. Attackieren hier mein Sohn, eiskalt. Halt nochmal, weg mit dir. Sorg dich nicht um mich, mein Kleiner. Noch mehr Gegner. Die Spannung. Muss irgendwie diesen scheiß Feuertyp da oben loswerden. Zu dir, du kleiner Scheißer. So. Wie war ich? Habe ich geholfen? Wenn du helfen willst. Drugar. Diese Drugar schleudern Feuerbälle. Wie machen sie das? Sie greifen gern aus der Ferne an, was sehr lästig ist, wenn wir gegen andere Gegner kämpfen, aber zum Glück halten sie nicht viel aus. Fink sie ab. Jeder, der nicht mein Ziel ist, sollte deins sein. Aber nur, wenn es sicher ist. Das kriege ich hin. Sieh mal! Schnelle Wende kann eine Einstellung neu zugeordnet werden. Drücken Sie... Nein, das passt schon so. Hier, Junge. Eine Jötnar-Siedlung.
Jötnar. Riesen. Du kannst die Schriften lesen? Manche, nur die Sprachen, die Mutter kannte. Aber sie sind alle irgendwie verbunden. Also kann ich manchmal auch Dinge verstehen, die ich nicht gelernt habe. Weißt du? Okay. Hier geht's weiter, mein Freund. Ich glaube, mein Schwert kann ihm wieder nichts. Meine Axt, meine ich. Aber ist er übermotiviert. Folge mir. Noch etwas? Lass dir Zeit beim Schießen. Tempo kostet Präzision. Klar. Ist er tot, oder was? Scheinbar. Da liegt noch was. Bisschen Energie für Papi. Auch noch was, nehmen wir auch noch mit, zack. Hier liegt auch noch was. Hey, ich glaube, da drüben ist eine Truhe. Ach echt? Ich habe bestimmt schon zwei andere gefunden, mein Freund. Achso, ja. Es ist jetzt natürlich ein Vor- und ein Nachteil, dass ich vorher God of War 3 gespielt habe. Was ist denn das? Helsberührung, leichter Runenangriff. Ein extrem schneller Ausstoß von Energie, der alle Gegner in der Nähe ins Taumeln bringt und zurückstößt. Sie haben das Juwel für den leichten Runenangriff Helsberührung erhalten. Mit Runenjuwelen können Sie Ihre Waffen mit leichten und schweren Runenangriffen modifizieren. Runenjuwelen können im Waffenmenü in Waffen eingebaut werden. Wählen Sie unten den leichten Runenangriff Platz aus. Drücken Sie X, um den leichten Runenangriffplatz auszuwählen. Hier können leichte Runenangriffe Juwelen ausgerüstet werden. Runenangriffe haben zugehörige Attribute und Abklingzeiten. Mit XP können Runenangriffe verbessert werden. Das Verbessern von Runenangriffen verbessert auch Ihre Attribute. Drücken Sie X, um den Leviathan-Axt mit dem Juwel für den leichten Runenangriff Helsberührung auszurüsten. Ausgerüstete Runenangriffe werden mit einem E-Symbol versehen. Ach da, drücken Sie Kreis, um Waffenmenü zurückzukehren. So, ich habe keine weiteren. So. Weiter geht's. Da hinten hat sich was bewegt, glaube ich. Ach, das war eine Fahne. Ich dachte schon, das war eine Axt. Halten Sie L1 gedrückt und drücken Sie dabei R1 um. Wow, wie machst du das? So. Los. Danke. Da ist der Berg. Gehen wir. Noch nicht. Sie hält. Siehst du? Ey, ich wusste es. Festhalten! Schnell! Ich rutsche ab! Bleib ruhig! Bin gleich da! War gar nicht so schlimm! Augen auf! Deine Eile bringt uns um! Tut mir leid. Ach, mehr Draugar. Sie stehen so still. Sind sie tot? Ich meine, noch toter? Junge. Nicht tot! Nicht tot! Die Gegnerschwierigkeit wird durch Farbe und Zahl am Gesundheitsbalken angezeigt. Gegnerische Gesundheitsbalken sind entsprechend der Stärke im Vergleich zu Kratos grün bis lila gefärbt. Denkt an! Präzision geht vor Tempo! Gegner!
Der war gut. Kommt schon ein Nächster direkt in die Axt gelaufen. Scheinen auf jeden Fall hier gar nicht so schlecht hier zu sein. So. Das war der letzte. War ich besser? Nimm dir noch mehr Zeit. Es ist egal, wenn du nur ein einziges Mal schießt. Zeig, dass du die Kontrolle hast. So, die mache ich nochmal putt hier, nicht, dass ich gleich aufstehe. Wäre ja ärgerlich, wenn der Dicke da auch noch aufsteht. So. Lies es. Oh, das hier war mal ein Marktplatz. Die Riesen haben hier vor langer Zeit mit den Göttern Handel betrieben. Ob Odin wohl jemals hier war? Odin? Hast du schon wieder Odin gesagt? Da ist etwas! Oh, ich hab daneben geworfen. Ach du Scheiße. Die lassen sich von uns gar nicht stören. Nein. Tja, wir waren wohl doch weniger bereit als der Kleine. Denn uns hat's jetzt erwischt, nicht ihn. Vermutet war bestimmt, ihn wird's erwischen. Das juckt die gar nicht. Ich brauche ein bisschen Energie auf jeden Fall. Hey. Hey. Schon wieder so einer. Ah, so muss ich mal ausweichen. Oh Mann, jetzt bin ich dem Falschen ausgewichen.
So, ich brauche mal hier kurz Energie. Jetzt hat sich das für mich gleich erledigt. Himmel, die waren stark, Alter. Gucken wir mal, was er hier wieder reingeschrieben hat, der Kleine. Schwere Drauger. Diese Drauger wirken größer als die, denen wir bisher begegnet sind. Sie führen schwerere, gefährlichere Angriffe. Waffen. Die Waffen machen sie langsamer, aber sie sind viel mächtiger als normale. Ja, das stimmt allerdings. An das schnelle Kontern und so muss ich mich noch ein bisschen gewöhnen. Sieh mal, da oben ist eine Öffnung. Okay. Hörst du das? Was ist das? Wird sich zeigen. Bleib in meiner Nähe. Was ist das? Wir gehen also auf den gruseligen Gesang zu. Was ist das? Aber nicht für deine Pfeile! Feuer! Kleiner. Sie fährt ist kleiner. Ah. Hast du gut gemacht, kleiner Mann. Kann ich das hier kaufen, oder was? Nö, scheinbar nicht. Den hier? Auch nicht. So, mal gucken, was er hier wieder geschrieben hat. Mutter erzählte mir einst, dass einige Hexen hier und da kleine Teile ihrer Seele eintauschten, um mächtiger in der Sayor-Magie zu werden. Irgendwann verlieren sie all ihre Menschlichkeit und werden zu Wiedergängerin. Sie können blitzschnell verschwinden und diese speziellen Wiedergängerin können über ihren Atem und Berührung Gift verbreiten. Okay. Haben wir noch was? Atreus oder was? Ah, hier gibt es ein bisschen Energie für uns. Also die Gegner, die bis jetzt hier gekommen sind, die waren schon, die hatten es in sich. Muss man ehrlich sagen. Das sind hier keine, Weicheier. Ja. Aber ich muss gestehen, die Waffen sind auch, die sind gut, aber ich, es ist, wie gesagt, ich wollte es vorhin schon sagen. Für mich könnte das jetzt ein Vor-, aber auch ein Nachteil sein, dass ich vorher God of War 3 gespielt habe. Denn ich bin vollkommen an die Steuerung von God of War 3 gewöhnt.
Und jetzt spiele ich hier Teil 3. Warum hat der Mann bei unserem Haus angegriffen? Ich sagte doch, Junge, ich weiß es nicht. Sieh mal da oben! Na gut, die haben hier Odin erwähnt. Wir haben hier Ähnlichkeit, enorm viel Ähnlichkeit zu Thor und seinem Hammer. So mit denen zurückkommen. Ich glaube, da braucht man nicht viel zu sagen. Jeder, der Thor kennt, der weiß, was ich meine. So, was hast du hier wieder, kleiner Stinker? Wir müssen wohl wieder darauf. Aber wie? Folge mir. Ja, folge mir. Ich weiß genauso viel wie du. Ach, nee. Ich schmeiß dich von hier ganz cool ab. Was schreit er denn immer da? So. Hab ich mich jetzt erschrocken, Alter. Eine versiegelte Truhe, da ist bestimmt etwas Gutes drin. Durch Runenmagie. Und wie kriegst du das auf? Gar nicht, ne? So. Müssen wir hier lang oder erstmal andere Seite? Der Klassiker. Erstmal ganz gekonnt an der Kiste vorbeigeschlagen. Also wir gehen mal hier gucken, würde ich sagen, oder? Erledigt. Aber ich höre noch welche. Also muss ich auf jeden Fall Tor fühlen. Bop, beide auf einmal. Voll der Randale, Ralf hier. Was denn? Warte, ich stehe noch zwei Vasen. So, jetzt gucke ich es mir an. Warte. Erstmal den hier. Junge, hierher. Da steht, er heißt Hrungir. Mutter hat von ihm erzählt. Ein Riesenkrieger aus Stein. Sieht aus wie eine große Schlacht. Da ist Odin, Thor, sogar die Weltenschlange. Oh, Thor hat ihm den Schädel zertrümmert. Siehst du? Aber da... Rungnirs Leiche fiel auf ihn drauf. Ach, Idiot. Mehr als nur Mythen.
Ich muss bestimmt gleich gegen den kämpfen, oder? Rungnir, ein mächtiger Riese aus Frost und Stein. Anscheinend hatte er einen großen Streit mit den Asen und Warnengöttern. Er kämpft gegen Thor und anscheinend verlieren beide. Junge, hier. Ja. Die Sprache habe ich schon mal gesehen. Was stand da jetzt? Die Welt der Zwerge ist gesichert. Im Austausch für Schutz vor den Läufern von Hel haben sie Asgard zum Hüter ihrer Grenzen ernannt. Die Warnen können dank Odins Voraussicht nun nicht auf Hilfe aus Svartalfheim hoffen. Die Alben sind weiterhin ausreichend abgelenkt. Alle Vorhaben laufen weiter. So, komm her, wir können hier hoch. Nur für eine Truhe. Da. Mal kaputt machen, ne? Die Toten stehen hier ganz gerne wieder auf. Komme. Komm, wir gehen da hinten lang. Nicht gut, oder was? Zweimal Energie gleich, brauchen wir aber nicht. Was ist das da? Ach so, die sind ja versteckt, oder was? Da ist ein R. Oder was das sein soll? Ein Stück höher. Noch einer, ne? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Problem ist, er könnte überall sein und meistens ist er so schlecht versteckt, dass ich ihn trotzdem nicht sehe. Immer so. Klassiker. Geht schon los. Ich sehe was auf der anderen Seite. Was siehst du denn? Du hast gesagt, dass man uns vielleicht ausrauben will. Ich töte jeden, der das versucht. Ich habe keine Angst. Wenn wir auf Menschen treffen, hältst du dich raus. Verstanden. Aber ich kann jetzt kämpfen. Du hältst dich raus, Junge. Sprich nicht mehr davon. Geklappt! So. So, die Kiste können wir öffnen. Mal sehen, was drin ist. Idun-Apfel, legendär. Sie haben einen der drei Idun-Äpfel gesammelt, die sie zur Erhöhung ihrer maximalen Gesundheit benötigen. Idun-Apfel. Die Idun-Äpfel sind die Wahlspeise der Götter. Man findet die insgesamt 9 Äpfel in magisch verschlossenen Truhen in der Welt. Für jeweils 3 gesammelte wird die maximale Gesundheit erhöht. Ah, okay. Wie bei Teil 3 mit dem Minotaurus und Phönixfedern und sowas und ihr Matschauge da. Gut, aber ich werde die Folge jetzt hier fürs Erste beenden. Wir spielen beim nächsten Mal weiter. Da oben ist ein Rabe oder sowas. Da könnt ihr das sehen. Da war es wie ein Geisterrabe. Jedenfalls
Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Ciao, ciao.